Ja, Marcello, ich bin's. Ich habe ihn gefunden, er ist hier. Ja, aber ich werde es trotzdem tun. Versteh doch, ich muss an ihn rankommen. Ich muss wissen, welches Problem er mit Cici hat. Und ich muss noch etwas anderes herauskriegen. Ich muss wissen, wieso. Marcello, das auch. Wenn Cici noch mal heiraten will, will ich natürlich mehr über seine zukünftige Braut wissen. Keine Sorge, da komme ich schon durch. Ja, Schatz, du auch. Hallo, Miss Carlyle. Na, was für eine nette Überraschung. Oh, Mr. Caswell, Sie hätte ich hier nun wirklich nicht erwartet. Deshalb komme ich ja auch her. Hier würde einen bestimmt niemand suchen. Hallo, Mike. Sie hatten mit Sicherheit einen sehr, sehr langen Tag. Es ist kurz nach Mitternacht. Ja, da haben Sie wirklich recht. Darf ich zu Ihnen? Selbstverständlich. Was möchten Sie trinken? Ich glaube, ich nehme Soda mit Zitronen. Gar nicht mal schlechte Idee. Zwei bitte. Wie kommt es, dass Sie so lange arbeiten? Könnte es möglich sein, dass dieser Fall Loughridge Sie so in Atem hält? Ach, Sie haben davon gehört. Es ist ziemlich schwierig, jemanden 6 Jahre nach der Tat noch zu überführen. Ich habe den ganzen Abend damit verbracht, alte Protokolle rauszusuchen und die Beweisaufnahmen durchzuarbeiten. Ich glaube, Sie werden gerufen. Ja, das geht schon die ganze Zeit so. Es ist jetzt das 3. Mal innerhalb einer Stunde. Wollen Sie sich denn nicht melden? Ja, irgendwann. Jetzt sehen Sie mich nicht so an. Ich bin ja kein Arzt oder so etwas. Die meisten meiner Fälle können bis morgen warten. Bitte sehr, hier. Danke sehr. Vielen Dank. Skoll. Ach, cheers. Sehen Sie, Miss Carlyle, in meinem Beruf fällt es oft schwer, mal zur Ruhe zu kommen. Manchmal muss man auch einfach die Pieper und Anrufe vergessen können und sich Zeit für sich selbst nehmen. Ja, ich verstehe, aber dann haben Sie niemanden für ein Gespräch. Mache ich denn so einen vereinsamten Eindruck? Ja. Da bin ich eigentlich anderer Meinung. Ich genieße eher den Frieden und die Ruhe. Sie schreiben doch. Wenn Sie es nicht verstehen, wer dann? Selbstverständlich verstehe ich das. Allerdings habe ich in letzter Zeit viel zu viel zu tun gehabt. Sie meinen die Interviews. Ich glaube, Sie haben mich dabei vollkommen vergessen. Wahrscheinlich bin ich viel zu uninteressant für Sie. Aber ganz und gar nicht. Gerade Sie interessieren mich sehr. Von besonderem Reiz wäre dabei das Verhältnis zu Ihrem Vater. Wissen Sie, ich feile noch etwas an meinem Artikel herum und alles, was Sie mir über ihn erzählen konnten, ist für mich von ganz Entschuldigung, Mr. Capwell? Ja, Riley? Wir haben Sie schon seit Stunden gesucht. Ihre Schwester Kelly sieht so aus, als ob sie entführt wurde. Nein. Ja, unmöglich. Sie ist in den Flitterwochen. Da muss ein Irrtum vorliegen. Nein, Sir, Irrtum ausgeschlossen. Und es sieht ganz so aus, als ob Peter Flint sie entführt hat. Oh mein Gott. Sie haben doch hoffentlich einen Wagen dabei, Riley. Fahren Sie mich sofort zum Revier. Entschuldigen Sie mich. Oh ja, ja, gehen Sie. Gehen Sie nur, gehen Sie. Oh, Kelly. Oh nein, bitte, Kelly. Lieber Gott, behüte Sie. Woher wissen Sie, dass es sich um Kellys Schuh handelt? Sind Sie sicher? Eden hat ihn identifiziert. Gut, nein. Nein, ich hätte gehofft, ich hätte gewünscht, Sie hätten Flint gleich mitgefunden. Ja, ja, halten Sie mich auf dem Laufenden. Sobald Sie mehr wissen, rufen Sie mich hier an. Ja, ich werde den ganzen Tag hier sein. Ja, danke, ich habe hier noch einen Anruf. Hallo? Oh, hallo Mason, hier ist Suzanne Carlyle. Ich hoffe, ich störe Sie nicht, aber ich wüsste gern, ob Sie etwas Neues von Kelly gehört haben. Ja, ich habe gerade erfahren, dass Sie den Wagen des Mörlers entdeckt haben und dass Kellys Schuh auf dem Rücksitz gefunden wurde. Was, bedeutet das? Bedeutet das, dass ihr nichts passiert ist? Wissen Sie, ich könnte Ihnen bestimmt einiges mehr erzählen, Miss Carlyle, aber nicht am Telefon. Könnten wir uns vielleicht irgendwo treffen? Aber natürlich, wir können uns sofort treffen. Warum nicht hier, bei meinem Vater? Ach, wissen Sie, ich will Ihrer Familie nicht auf den Pilz rücken. Das würden Sie nicht, denn ich bin allein hier. Mein Vater ist vor 10 Minuten nach Palm Springs abgefahren. Ach, also gut, dann komme ich wirklich so schnell ich kann. Gut, ich warte. Ist ja eigenartig. Sie ist also nicht tot. Ja, wir halten es für sehr wahrscheinlich. Ach, das ist ja wundervoll. Das ist die wundervollste Nachricht. Gefunden haben wir sie allerdings noch nicht. Sie sind kaum ein Stückchen weiter. Ich verstehe, aber wenn sie nur durchhält. Sie ist eine Kämpfernatur und sie wird überleben. Sie wird durchkommen, das weiß ich. Miss Carlyle, verzeihen Sie mir, wenn ich das sage, aber ich finde Ihre Reaktion etwas verwirrend. Ich meine, Sie kennen Kelly doch kaum. Aber doch, ich denke schon, ich habe sie ein paar Mal interviewt. Außerdem war ich bei ihrer Hochzeit. Miss Carlyle, was ist hier los? Ich weiß nicht, was Sie meinen.
Sie haben doch mehr als ein berufliches Interesse an Kelly. Das geht doch weit darüber hinaus. Vielleicht kommt Ihnen das nur so vor, aber ich denke doch, das ist nur natürlich. Sie ist möglicherweise in der Hand eines Massenmörders. Darf man denn nicht mehr betroffen sein? Ja, und da ist noch ein Grund, den will ich Ihnen nicht verheimlichen. Kelly erinnert mich unheimlich stark an meine Nichte. Fast dasselbe Aussehen, die gleichen Bewegungen. Ja, sie waren ungefähr im gleichen Alter, nur starb sie kürzlich. Vor einem Jahr standen wir uns noch sehr nahe. Das tut mir leid. Nun, möglicherweise übertrug ich meine Gefühle von Lilly auf Kim. Ich verstehe. Ist schon merkwürdig, wie manche Menschen doch viel komplizierter sind, als man zuerst meint. Ich meine, ganz generell sollten wir uns vielleicht auch für Dinge interessieren, die uns nicht so direkt angehen. Tut mir leid, wenn hier ein falscher Eindruck entstanden ist. Ich wollte Ihnen wirklich nichts unterstellen. Bestimmt nicht. So geht's mir doch auch. Ich hoffe, dass das geklärt ist und dass ich Sie von Zeit zu Zeit anrufen darf, um zu fragen, ob Sie etwas Neues wissen. Selbstverständlich. Vielen herzlichen Dank, Mason. Einen schönen Abend noch. Miss Carlyle? Ja? Sie haben nicht zufällig ein Bild von Ihrer Nichte. Ich würde gerne selbst mal einen Blick darauf werfen, ob Sie sich ähnlich sehen. Ja, natürlich, aber ich habe meine Fotos in meiner Wohnung in New York. Oh, wirklich schade. Das hätte mich doch sehr interessiert. Ja, das wäre interessant gewesen. Vielleicht ein andermal. Warum nicht? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sam? Ich bin's, Mason. Ja, mir geht's gut. Und selbst? Gut. Hör zu, Sam, tu mir einen Gefallen. Ich brauche alles, was du hast, über eine Reporterin namens Carlyle aus New York. Ganz richtig, Suzanne Carlyle.